Jo Leute, was geht ab und willkommen zurück zu einem weiteren Part in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Mit mir, Gelator. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein bisschen Holz gesammelt, 33 Stück. Und dementsprechend, okay, gerade wurde das Master Schwert wieder hergestellt. Allerdings hatten wir kein Schwert außer hier den Königsverhänder, aber der ist 71 von der Stärke. Da möchte ich den nicht unbedingt verwenden für Holzfällen. Deswegen haben wir ja zum Glück noch 33 bekommen. Und dann quatschen wir mit ihm und mal sagen, mal gucken, was er sagt. Hallo, hast du die 30 Holzbündel dabei? Na, natürlich. Kann ich diese Holzbündel bitte haben? Ja, hier, bitteschön. Oh, das wäre mir eine große Hilfe. So, hier, bitteschön, Holz. Und als nächstes, ja. Zu einem richtigen Dorf fehlen uns noch einiges. Es muss hier alles zu kaufen geben, was man im Laden braucht. Wir müssen eine ordentliche Logistik aufbauen, damit hier ein Krämerladen eröffnen kann. Leider fehlt uns dazu das Wissen und die nötigen Verbindungen. Wirst du jemanden für uns suchen, der sich mit Logistik auskennt und einen Laden öffnen könnte? Logistik? Wenn es um Logistik geht, dann sollte man die Ori mit ihrem Flügel unschlagbar sein. Es wäre schon ein großer Zufall, wenn jemanden zu finden. Ach ja, und noch etwas. Gemäß den Richtlinien des Bauunternehmens Yolanda muss der Name auf Da enden. Wenn du irgendwo auf deiner Welt solche Leute findest, lade sie doch nach Taburasa ein. Ja, also auf jeden Fall müssen wir jetzt das Vogelvolk suchen. Ich habe keine Ahnung wo. Sehr wahrscheinlich hier irgendwo, oder? Also wenn das nicht hier ist, dann weiß ich auch nicht. Dann werden wir uns mal dort mal ein bisschen umschauen, ob dort jemand mit da ist. Und dementsprechend, ja, mal schauen, ob wir jemanden finden. Hier ist es wahrscheinlich kalt. Ah, guck mal, wie süß. Da singen sie alle. Wie süß. Oder das könnte auch hier vorne sein. Beim Flugplatz. Das könnte auch sein, dass der Typ hier vorne in diesem Häuschen, dass wir den suchen. Na gut, ich gucke mich erstmal hier um. Also auf jeden Fall irgendwas mit da. Irgendwann, ich fange mal ganz unten an. Nicht so weit unten. Nein. Ah, Glück gehabt. So, kann man eigentlich hier lang? Mal gucken. Na gut, dann werde ich mal. Ja, dankeschön. Dann werde ich mal hier anfangen. Von hier ganz unten. Und dann mich so hocharbeiten und gucken, ob wir da jemanden finden. Also mit ganz unten meine ich, dass wir irgendwo. Da! Peter! Da ist er doch! Genau dich habe ich gesucht! Guten Tag! Ah, ist das schön, dass Medo sich beruhigt hat. Aber das war nicht mein einziges Problem. Meine Mutter liegt mir permanent in den Ohren. Ich müsste den Laden übernehmen. Ich hab so satt. Ich habe keine Lust, im Laden auszuhelfen. Ich will meinen eigenen Laden aufmachen, wo ich jetzt der Chef bin. Aber an welchem Ort würde es sich lohnen, einen Laden zu öffnen? In Taburasa vielleicht? Ey, das ist so krass. Der erste, den ich finde, ist genau den Typen, den wir gesucht haben. Taburasa. Was ist das? Ich bin ganz Ohr. Verstehe. Dort wird also dringend noch ein Krämerladen gebraucht. Akala, puh, das ist ganz schön ein Stückchen weit weg. Aber für einen eigenen Laden würde ich auch ans Ende der Welt gehen. Cool. Ja, das ist wirklich ohne Mist. Ich habe nichts nachgeguckt, ich habe nichts gespoilert. Ich wollte wirklich ganz unten hier anfangen und dann hochrennen, mit allen durchquatschen. Und tatsächlich der erste, den wir finden, ist der Typ, den wir gesucht haben. Wie cool. Gut, dann verstehe. Dann steht es fest, ich versuche dort mein Glück. Vielleicht sollte ich auf dem Weg nach Taburasa ein paar Waren für den Laden sammeln. Danke für deinen Rat. Ich hoffe, du kommst später einmal bei mir vorbei. Natürlich. Cool, das erspart uns auf jeden Fall Zeit jetzt. So, dass wir auf jeden Fall nochmal die Quest weiter vorantreiben können. Das ist ziemlich cool, dass wir, wie gesagt, den sofort gefunden haben. Ohne langes Hin und Her suchen. Perfekt. Gut, dann werde ich jetzt auf jeden Fall zurückgehen. Das
Problem ist, wenn wir jetzt Holz brauchen wieder, dann muss ich auf jeden Fall erstmal die Quest verschieben und dann erstmal Holz farmen, aber das mache ich jetzt nicht unbedingt in der Aufnahme, das mache ich dann offline. Und ja, mal gucken. Gibt es ja noch andere Sachen, die wir noch tun können, also daher. Zum Beispiel zu der großen Fee gehen, dies und das, mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Aber das Coole ist, das Dorf wächst langsam, also es wird immer größer. Und im Endeffekt kann ich wahrscheinlich dort alles kaufen und so weiter und so fort. Unser eigenes Dorf. Oh, Shane. Shane, Shane, Shane. Und ich brauche auf jeden Fall irgendwelche Waffen. Also auf jeden Fall Schneidewaffen, mit denen ich dann Holz hacken kann. Muss ich mal gucken, wo ich welche herbekomme. Ja, auf jeden Fall, wir kommen voran, wir machen Fortschritte. Wie ich gesagt habe, ihr seht, momentan sind wir halt die ganze Zeit nur auf Quest Suche, Quest machen. Oh, das Dorf wird immer größer, schön, oder? Guck mal, es baut sich langsam aus. Da sind zwar noch komische Steine, aber ich glaube, die gehen auch bald weg. Und dann wird dort auch Häuser sein. Und dann ist das so eine kleine Taborasa-Insel und so weiter und so fort. So, hier. Hallo. Hallo. Du hast einen Orni zu uns gebracht. Vielen Dank. Er hat uns sofort ans Werk gemacht. Er hat sich sofort ans Werk gemacht. Anscheinend stammt er aus einer Krämerfamilie. Und der Name Peda, perfekt. Er fliegt herum, besorgt Waren und verkauft sie dann. Geh mal zu ihm und sieh es dir mal an. Und als nächstes, ja. Für nächste brauchen wir neue. Oh, 50 Holz. Oh, ich hab's geahnt. Okay, wir müssen also auf jeden Fall. Ja, wir müssen Holz besorgen. Das mache ich dann das nächste Mal. Ach, wie cool. Jetzt kann ich hier alle Bombenteile kaufen. Oh, das ist ja echt nice. Sogar antike Zahnräder kann ich hier besorgen. Aha, ich glaube, diese Zahnräder brauche ich, um diese Pfeile zu machen, oder? Diese krassen antiken Pfeile. Jo, auf jeden Fall, wir sind schon mal ein Stückchen weiter. Dann würde ich mal sagen, wir tun das erstmal auf das nächste Mal verschieben, weil Holz sammeln dauert jetzt zu lange und außerdem habe ich nicht wirklich irgendwie ein Schwert, um da irgendwie zu farmen. Ich habe halt nur, ja, das hier und Master Sword. Sonst habe ich nichts. Muss ich mal gucken, wo ich Schwert oder sowas herbekomme. Na gut, was machen wir als nächstes? Gibt ja auf jeden Fall noch sehr vieles zu tun. Ach genau, wir gehen jetzt erstmal zu der Fee. Wir gehen auf jeden Fall zu der Fee und geben ihr eigentlich die 10.000. Ja, die 10.000. Ich glaube, das war hier vorne, ne? Ganz unten links. Mal gucken, was wir da machen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, die wird uns jetzt freischalten. Die letzte Ausrüstungsstufe oder so, aber mal gucken. Mal gucken. In der Wüste. Genau, da ist die Fee. Aber hier gibt es noch Zeug zu sammeln. Ich sammle immer das ganze Zeug, deswegen haben wir auch immer so ganz viel Zeug. Ich muss auch mal gucken, dass ich dann mal das Zeug zusammenbraue, diese Kältemedizin oder wie auch immer. Damit wir das dann auf jeden Fall auch machen können, diese Quest. Dieser eine Ornin der Basarwüste oder was auch immer. Der will ja so eine Medizin haben. Die muss ich ja noch erstellen und muss ich mal gucken, wie wir das machen. Aber erstmal hier zu dieser geldgeilen 10K-Fee. Ah, da bist du ja wieder. Nun, wenn du Rubine hast, gib sie mir schnell. Und meine Kraft wieder zu erlangen, brauche ich 10.000 Rubine. Ah, das ist so schmerzhaft. Hier, bitteschön. Ich gucke auch weg. Ja. Jetzt haben wir nur noch 5K. Boah, wie viel. Danke, mein Retter. Ah, meine Kraft. Sie kehrt zurück. Das ist wohl die größte Fee von allen, hä? Ja, da ist sie. Eine wunderschöne Fee. Ah, jetzt hat sie Farbe. Sah gerade so bleich aus. Om, om. Oh lala, ho. Ich bin Terra, die große Fee der Erde und älteste der vier Schwestern. Ich habe dich von der Knospe aus die ganze Zeit beobachtet und du bist sehr viel herumgekommen, hast das Schwert geschwungen. Ja, ich habe dich wirklich die ganze Zeit im Auge behalten. Ich sehe wirklich alles. Und das zu beweisen, werde ich jetzt deine Gedanken lesen. Du möchtest, dass ich aufhöre zu lesen, um deine Kleidung
Du möchtest, dass ich aufhöre zu reden und deine Kleidung verstärke? Habe ich recht? Jawohl, das sind meine Gedanken. Halt die Fresse und lass uns mit der Kleidung weitermachen. Da war ich ja goldrichtig gelesen. Gelegen was? Nein, diese Ungeduld. Zeig mir doch, welche Kleidung du verstärken möchtest. Wenn du mir die passenden Materialien, bla bla bla, okay, machen wir. Bis zum Maximum. Das ist genial, wir können auf jeden Fall jetzt erstmal hier... Boah, krass. Ach so, warte mal. 3 Sternchen, ist das Beste? Auf jeden Fall benutze ich... Aber warum kann ich das nicht? Was? Baroder Hornsplitter. Ach, deswegen kann ich das nicht verstärken. Weil ich die Items nicht dazu habe. Aber ich werde auf jeden Fall hier die Hose, weil die benutze ich sehr oft. Dann haben wir auf jeden Fall sehr viel Verteidigung. Jetzt will ich mal gucken, kann ich die nur jetzt einmal verwenden? Wow, was macht die da? Oh, romantisch. Ja, die verborgenen Szenen werden hier nicht gezeigt. Jetzt ist der Link ganz geschafft. Hylia Beinschutz, jawoll. Jetzt die Frage, kann ich das nochmal verstärken? Nein, das ist, glaube ich, jetzt maximal. Okay, also 3 Sternchen ist maximal. Oh, guck mal, das kann ich sogar verstärken. Ah, dafür brauchen wir die Schuppen. Na gut, das lassen wir jetzt erstmal. Also man muss auf jeden Fall sehr viel farmen. Bestimmte Sachen farmen, um dann die Sachen halt komplett voll zu haben. Und das dauert wahrscheinlich Stunden, wenn nicht Tage. So, was wollte ich noch verstärken? Wir machen das hier auch noch verstärken. Dann haben wir auf jeden Fall das Hylia Set eventuell fast fertig. Wie das aussieht. Lustig, lustig. Naja, gut. Also um das alles auf Maximum zu machen, das dauert hier wirklich extrem lange. Sogar 20. Cool. Jetzt ist es perfekt. Manchmal ist mir selbst unheimlich, wie gut ich bin. Ja, ja, lob dich bloß selbst. Eigenlob stinkt, sagt man ja. Okay, das können wir machen. Oh, das kriegen wir auf jeden Fall voll. Weil... Oh ja, das kriegen wir sowas von voll. Ich mach das jetzt mal. Weil das wird auf jeden Fall... Wir überspringen das jetzt einfach mal. Nur mal gucken, ob ich tatsächlich nur die Teile dafür brauche. Weil von diesen Maschinenteilen habe ich eigentlich soweit ganz, ganz viele. Kriegen wir das jetzt voll? Warte mal. Da ist es jetzt. Ja, ich will jetzt mal den Kopf komplett mal auftunen und wirklich mal gucken, ob wir nur dafür die Dings da brauchen. Oh, jetzt auf einmal eine andere Animation. Was ist denn hier los? Noch etwas, jawohl. Ich möchte nochmal hier den Kopf verstärken. Und das geht sogar. Ja, ich brauche also tatsächlich antike Reaktorkerne. Okay, ich glaube, das ist dann selten. Aber selbst davon haben wir ein paar Stück. Und ich denke, man kann die auf jeden Fall, ich glaube, selbst farmen auf der Schwierigkeitsstufe schwer, wenn man diese Schreine macht oder so. Nein! Ein Kuss. Und der Fee. Naja, Link mag sowas. Glaube ich. Ui, der ist ja ganz erschöpft. So, jetzt ist es perfekt. Das heißt, mehr können wir sie nicht mehr verstärken. Es ist also auf +3. Gut, dann werde ich... Oh, doch, es geht doch noch weiter. Dafür brauchen wir aber einen Sternensplitter. Also geht es doch auf Stufe 4. Ah ne, Stufe 4 ist das Größte. Das heißt, hier, das können wir nochmal verstärken. Dafür brauchen wir aber einen Sternensplitter. Alles klar. Also Stufe 4 ist das höchste. Gut, dann weiß ich Bescheid. Dann können wir das hier auch schon mal verstärken. Ja, komm, wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir das auch nochmal voll, soweit es geht. Versuch das auch wegzudrücken, damit das etwas schneller geht. Antike Beinschutz, bla bla bla, weiß Bescheid. Jawohl, verstärken. So, dann lasse ich das jetzt mal im Schnelldurchlauf durch, damit wir das schnell hinter uns haben. Also sehen wir uns gleich, wenn es fertig ist. Und damit sind wir, glaube ich, auch fertig erstmal.
mit den ganzen Sachen. Ich denke mal, die ganzen anderen Sachen werde ich auch noch so verstärken. Aber das mache ich dann offline. Weil das dauert dann zu lange. Und ja, also auf jeden Fall gibt aber auch noch sehr vieles. Ich glaube, ich muss diesen ganzen Leunen-Dingsbums farmen. Diese ganzen Leunen-Sachen. Oder auch hier die Drachen. Muss mal gucken, ob ich da irgendwas im Internet finde, wie man die gut farmen kann. Und dann werde ich die eventuell farmen, damit wir die Ausrüstung irgendwann mal doch stärker noch machen. Ja, und somit haben wir auf jeden Fall die 10k gut investiert und wir können jetzt ja maximal hochstufen. Also wir haben auf jeden Fall jene Fee gehabt. Und wir haben, glaube ich, hier noch eine Fee bei Kakariko. Und eine war noch irgendwo. Ja. Auf jeden Fall war noch irgendwo eine Fee. Keine Ahnung, wo die letzte ist. War das nicht hier? Ne, hier war mein Haus. Naja, auf jeden Fall irgendwo. Jetzt muss ich mal gucken, was wir als nächstes machen könnten. Was? Pegasus? Venantius will einen Rumi sehen. Ein Bild würde auch. Hey, was ist denn ein Rumi? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich muss mich also auf jeden Fall mal mit den Sachen hier beschäftigen. Gut, dann wie gesagt, dann werde ich erstmal hier den Part beenden. Bis zum nächsten Part haben wir auf jeden Fall dann das Holz gesammelt, damit wir dieses Expeditionskurs weitermachen können. Und dann sehen wir, werde mich auch wahrscheinlich informieren, wie, ja, was ich hier in der einen oder anderen Quest auch machen muss. Auf jeden Fall, damit wir hier ein bisschen vorankommen. Gut, wie gesagt, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen. Oh, Link. Als ob er hier irgendwie gerade, naja, wie auch immer. Seht selbst. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr hier den Part bewertet. Ansonsten, wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, und ihr wollt es bestimmt sehen, dann schaltet im nächsten Part wieder ein. Und bis dahin sage ich bye bye, wink, wink und ciao, ciao.